Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Beyond Two Souls. Wir haben das letzte Mal etwas von der Geburt von Jodie erfahren. Da ist wohl irgendetwas passiert, was ihre Mutter sehr schockiert hat. Und das andere war, glaube ich, ihr Vater. Das ist eine Bibel. Wir schauen uns mal weiter in ihrem Haus um. Die Bibel. Ja, nicht sehr interessant. Hätte ich in dem Alter auch keinen Spaß dran gehabt. Und das elterliche Bett. Und nun? Lima war ein bisschen drauf rum, dann stehen wir wieder auf. Ja, auch sehr schön. Lohnt sich total. Kann ich hier was machen? Nö. Wir haben hier oben noch einen Raum zu durchsuchen, bevor wir dann endlich mal nach draußen gehen. Denn unsere Mutter hat uns ja nach draußen geschickt und deswegen sollten wir mal nach draußen gehen. Hier ist auch noch was. Man muss schminken. Nein, Aiden. Mami wird sicher böse mit mir, wenn wir das anfassen. Da wollte Aiden wieder ein bisschen was malen. Ja, danke schön. Können wir sonst noch was machen in dem Raum? Fernsehen gucken? Ne, geht auch nicht. Dann gehen wir mal gegenüber in den Raum rein. Ist ja auch noch einer. Na, wer bist du denn? Bitte, Jordi. Ich hab zu tun. Du bist aber. Hört sich aber sehr streng an. Hihi. Wieso guckst du mich so komisch an? Hast du nicht irgendwas Besseres zu tun? Was bist du denn für ein Kerl? Hallo? Du bist nicht sehr nett. Lass ihn in Ruhe! Möchte ich aber eigentlich nicht, weil... Also, sie sah anders aus als der Typ eben in der Erinnerung. Der Herr da. Und, ist das vielleicht ist die Vater oder sowas in der Art, aus der ich mutmaßte, das jetzt einfach mal so, ob es stimmt oder nicht, weiß ich nicht, aber der Typ gefällt mir nicht. Und da ziehen wir uns lieber mal die Jacke an, denn ihr wisst ja, gute Jacke braucht man und auch die schönen Schuhe und sogar ein Mützchen. So gestärkt und so gut geschützt, können wir mal nach draußen gehen. Jody, wo willst du denn hin? Da geht's nicht in den Garten. Ach so, ich darf gar nicht da draußen gehen. Ich muss in den Garten gehen. Okay, dann gehen wir in den Garten. Hallo. Kleine Maus. Dann gehen wir mal in den Garten. In den Garten. Und spielen mal ein bisschen. Ach, das sind auch wieder Weihnachtskugeln, oder was? Die darf ich mal dann einfach so in ein Glas? Auch noch nicht gesehen. Ich bin ja auch nicht so unbedingt der größte Weihnachtsfan. Ich gehe ja schon. Sehr motivierend. Schauen wir uns mal ein bisschen im Garten um. Toll, jetzt ist es langweilig und ich friere. Dir ist das egal, oder Aiden? Dir ist nie kalt. Kann ich sie wärmen? Also das hat immer so kleine Stücker. Heute kam ein Update, ich weiß nicht, ob es seitdem so ist. Vorher hatten wir das ja nicht so gehabt. Vielleicht behebt sich das ja schnell. Können wir ein bisschen jetzt mit Aiden spielen? Hallo. Machen wir ein bisschen Licht an. Jody. Jody. Fang! Lass das, Aiden. Mir ist nicht nach Spielen. Wie? Komm, spiel mit! Los, zeig dich, Domi! Ich geh auf, okay? Ich schwör's dir! Was machen die Kids da hinten? Aha, was passiert jetzt, wenn wir hier ein bisschen stehen? Ich geh auf, okay? Ich schwör's dir! Oh, eine Schneeskulptur! Von Jody! Oh, wie schön! Klasse Schneemann, Aiden! Ist doch schön! Komm schon, los auf ihn! Das ist sogar Eis. Können wir uns hier draufsetzen? Los auf ihn!
Okay, sie kann sich wirklich... Ja, es ist natürlich kalt. Können wir auf die Schaukel gehen? Sie stoppt auch so ein bisschen, aber wirklich Spuren oder sowas hinterlassen wir nicht, oder? Ja, dann schaukeln wir mal ein bisschen. Schubst du mich an, Aiden? Ja. Mach ich. Und... Schubser. Hat nicht jeder sowas, nicht? Was können wir denn sonst noch machen? Ach, im Moment gerade nichts. Dann halt nicht. Es macht eh keinen Spaß. Geh dich wieder hin. Och, Mann. Das wollte ich nicht, tut mir leid, Jody. Eigentlich wollte ich nicht weiter anschubsen, aber hab gedacht, na. Dann rutschen wir ein bisschen über die eisige Rutsche. Toll. Hui. Sieht aus wie totaler Spaß. Yay. Okay. Was kannst du denn auch hier so machen? Wurde dieser bestimmt verstopft? Nee. Komm in den feindlichen Garten gehen, in den nachbarschaftlichen. Nee. Da sind wir schon. Da, hört's auf mit der Liebe. Da können wir nichts mehr machen. Aber sonst können wir hier noch nicht mehr viel. Doch, hier ist noch was. Okay, und jetzt? Sie haben einen neuen Bonus freigeschaltet. Ach, das ist ja nett. Komm schon, los. Wir können also auch Bonus gegen oder Bonus Sachen freischalten. Okay. Haben wir wahrscheinlich jetzt schon jede Menge verpasst, weil wir spielen ja schon ein bisschen länger jetzt. So wie ich mich kenne, haben wir wahrscheinlich alles verpasst, was man nur verpassen kann. Hallo Rentier. Also Winter im Garten spielen, ich weiß ja nicht. Ich hätte auch nicht so viel Lust drauf. Was haben wir denn hier gegenüber? Können wir mal schauen? Hallo. Nachbarskinder. Hey, das ging daneben. Erwischt. Au. Ich glaube, jetzt haben wir doch noch Spaß. Das wirst du bereuen, Fiesling. Das. Okay, ich weiß. Wir sollen hier bleiben. Los, wir spielen 5 Minuten. Dann kommen wir wieder. Mama merkt das gar nicht. Nein, bleib hier. Hoch. Das wirst du bereuen, Fiesling. Ich hab alles richtig gemacht. Du könntest auch mal helfen, Aiden. Na gut. Du bist der Beste. Ich glaube nicht, dass es so eine gute Idee ist. Dann quetschen wir uns einfach mal durch. Hallo. Hallo, Jungs. Ich bin die Neue. Hey, Jody, willst du mitspielen? Komm, mach schnell, versteck dich. Du wirst sonst eingesalbt. Eingesalbt? Ach, gewaschen. Aber bei uns heißt das einfach waschen. Juhu. Ah, er hat mich. Du auch. Guck mal, wir sind einfach die Besten. Hey, du kriegst mich nicht. Oh, guck mal, hat sie endlich mal ein bisschen Spaß. Er versteckt sich da hinten. Das musst du bereuen, Fiesling. Hey, ey. Hey, das ging daneben. Ah, er versteckt sich da hinten. Haha. Ich geb auf, okay? Ich schwör's dir. Au. Erwischt. Nee, hast du nicht. Ich dich aber. Hahaha. Ach, eine Schneeballschlacht, wie schön. Alle auf mich. Ach, das scheint dir Spaß zu machen. Und zack. Was ist jetzt? Du bist tot, kleiner Wicht. Ich hab dich. Nein, lass mich gehen. Nein, stopp. Ja, einseifen. Was ist mit ihm los? Er wirkt sich. Hallo? Nee, lass sie wohl in Ruhe. Ich hab extra mal früher aufgehört. Hallo? Habt ihr das gesehen?
Sie wollte mich umbringen! Was hast du davor gehabt, du Arsch? Jodie. Sie ist eine Hexe! Eine fiese, doofe Hexe! Was ist hier los? Sie ist eine Hexe! Ich schwör's euch! Jodie Holmes ist eine Hexe! Komm mit, komm mit! Wir gehen heim! Komm, komm mit! Haben wir gar nichts gemacht? Geh jetzt ins Haus! Ey, du hast doch nur geholfen! Hallo? Was ist los? Warum warst du auf der Straße? Du weißt, dass du das nicht allein darfst! Die anderen haben gespielt! Ich wollte nur mitmachen! Was hast du mit diesem Jungen gemacht? Philipp! Ich habe gar nichts gemacht! Aiden war es! Er wollte mich nur beschützen! Er wollte... Mir reicht's jetzt wirklich mit deinen Ausreden! Jodie, nein, diesmal gibt es richtig Ärger! Philipp, nee! Geh in dein Zimmer. Jetzt! Der ist schon ein bisschen ein Fiesling, oder? Ich meine, sie kann doch gar nichts dafür. Versuch zu schlafen, Schätzchen. Morgen früh sieht alles anders aus, glaub mir. Gute Nacht. Mami! Ich habe Angst vor den Monstern, Mami. Sie wollen mich holen. Schätzchen, du weißt doch, Monster gibt es nicht. Ich lasse das Licht an und die Tür auf, ja? Komm, schlaf jetzt, Süße. Monster gibt es nicht, aber einen gibt es eigentlich ja auch nicht. Zumindest für die Frau. Geh weg, ich hasse dich! Du bist schuld, dass meine Eltern böse mit mir sind. Geh weg! Du solltest sie nicht so anschreien, Philipp. Sie ist ein kleines Mädchen. Kleines Mädchen? Du hast gesehen, was sie kann, oder? Susan, das ist kein kleines Mädchen, das... Susan, das ist ein Monster! Hör sofort damit auf, so über sie zu reden! Die Dinge, die um uns passieren, sind nicht normal. Und es wird schlimmer. Herrgott, nochmal, Susan, was hält sie davon ab, uns anzugreifen? Oh, sei doch nicht albern. Susan, das Ding ist wie ein unkontrollierbares Tier. Wir haben keine Ahnung, wozu es fähig ist. Es ist ein Dämon direkt unter unserem eigenen Dach. Susan, damit ist jetzt Schluss. Und zwar jetzt sofort, bevor wir beide krank sind oder tot. Wir wollten uns um ein kleines Mädchen kümmern, Susan, aber nicht sowas. Nicht sowas. Okay, ich glaube, ich habe eine andere Vermutung. Ich glaube, ihr Kind ist gestorben und Jodys Adoptivkind, kann das sein? Ach so, wir können uns auf die andere Seite legen. Okay, das zumindest da draußen können wir schon erlegen. Was jetzt? Warum können wir uns hier die ganze Zeit auf die andere Seite drehen? Ah, per Knopfdruck schlafen. Das könnte ich auch. Per Knopfdruck schlafen. Da kommen wieder diese anderen Dinger. Was ist das? Ich mach mal das Licht an. Wir brauchen keine Angst zu haben, Aiden. Wir werden jetzt einschlafen und es wird uns nichts passieren. Können wir uns kuscheln hier und dann ist alles ganz gut. Na komm. Ja. Schlaf, Kindchen, schlaf. Da guck jetzt, grinst du schon. Ich liebe das. Jodie! Lass mich! Was ist passiert? Jodie! Ist alles okay? Oh Gott, was ist passiert, Schätzchen? Du hast gesagt, Monster gibt es nicht. Tut es doch, Mami. Tut es doch.
Was waren das für Wesen? Der Kondensator. Irgendwo zwischen Die Party und Willkommen bei der CIA. Teamwork. Was mein Gott, waren das für Viecher? Sie sahen so ein bisschen aus wie so Schatten mit einem orangenen Leuchten. Haben wir in der letzten Folge, haben wir sie etwas genauer sehen können. Ich keine Ahnung, was das sein soll. Jody, wach auf. Na? Was ist los? Zieh dich an. Ich erkläre es dir auf der Fahrt. Die DBR hat ein Programm zur Erforschung der anderen Seite gestartet. Die Infrawelt nennen sie es. Sie haben einen Kondensator, eine Maschine, eine Kluft ins Jenseits öffnet. Sie haben ein Portal geöffnet? Zu Aidens Welt? Letzte Nacht ist was passiert. Existenzen kamen durch die Kluft und der Kondensator ließ sich nicht runterfahren. Alle im Gebäude wurden getötet. Keins der Rettungsteams kam zurück. Sie wollen, dass du ihnen hilfst und ich sagte ihnen, dass du ja noch ein Kind bist und es ist viel zu gefährlich. Aber sie wissen, dass nur du mit dem fertig wirst, was jenseits dieser Kluft liegt. Ich glaube, wir bekommen jetzt einen etwas genaueren Blick auf die Schatten, oder? Was haben die da gemacht? Einen Weg in die Unterwelt? Weiterfahren! In die Zwischenwelt, die Welt der Toten. Das ist keine gute Idee, das wissen wir ja. Jody, wenn du es nicht machen willst, dann sag's. Und wir fahren zurück. Das ist okay. Ich tu's. Okay, dann stürzen wir uns in die Schlacht. Das ist Wahnsinn! Du kannst sie nicht da reinschicken! Was denkst du dir? Du verstehst das nicht. Sie ist die Einzige, die das beenden kann. Gibt es irgendwelche Informationen von drin? Irgendwas? Wurde schon wieder da. Okay. Also in Ordnung? Also ich scheine wohl ein bisschen auch die Luft abgewürgt zu bekommen. Also ähnlich wie das, was Aiden auch kann, oder? Ist das die Kleine? Verzeihung, ich hab gehört, Sie können hier nicht durch. Sie kann durch. Oh, Entschuldigung. Was ist hier passiert? Na los, ich bin bereit. Noch nicht. Wir warten noch auf den Befehl. Ist das die Kleine? Welche? Die Kleine. Oh, Leute. Aber diesen Blick. Um der Gewissheit, dass irgendetwas hier nicht richtig stimmt. Würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, der Moscher zockt Beyond Two Souls. Bis dahin, ciao, ciao.